Was geht Leute, Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Heute haben wir mal die PvP Limited Rare Recruit Tierlist. Eine Tierlist, die ich schon seit einem Jahr nicht mehr gemacht habe, lag einfach daran, dass bei dieser alten Tierlist-Seite, wo ich das immer probiert habe, die Units einfach nicht vernünftig abgedatet wurden. Ich habe jetzt mich rangemacht und einfach mir die Images selber besorgt und meine eigene Tierlist erstellt, deswegen muss ich mich damit jetzt nicht mehr rumschlagen. Und ich dachte jetzt sowieso, wenn gerade eh hier auf dem Channel die ganzen PvP-Videos droppen und wir jetzt die PvP Super Pyro Jumbo Championship haben, dass wir dann noch gleich noch die Tierlisten machen zu den Limited Rare Recruits. Ja, wir gehen da mal durch. Da gibt es ja mittlerweile echt schon einige. Ich werde mich auch null mehr an der letzten Tierlist orientieren. Die ist halt irgendwie über ein Jahr, glaube ich, jetzt wirklich her. Und seitdem ist so viel rausgekommen, es hat sich so viel verändert. Deswegen ganz neuer, fresher Start mit dieser Tierlist. Und wir fangen hier jetzt mal an. Das sollte auch so ungefähr die Reihenfolge sein, wie die Units released sind. Tatsächlich, ich hoffe, ich habe jetzt hier keine vergessen. Wenn doch, dann weist mich bitte darauf hin. Wir haben hier einmal Otama. Otama ist als erste Unit zu placen schon mal ein bisschen schwierig, weil sie halt fast gar nicht mehr gespielt wird. Man sieht sie manchmal noch in Free Spirit Variation, häufig aber auch einfach nur dann in irgendwelchen Dev-Teams. Deswegen würde ich sie jetzt erstmal hauptsächlich zu Dev-Team packen wollen. Josu, eine Unit, die als Ersatz in In-Teams gespielt wird, ist jetzt definitiv keine God-Tier oder S-Tier-Unit. Würde ich halt sagen, ist so zwischen A und B. Ich packe ihn jetzt erstmal in A, aber behalte mir vor, das gleich dann nochmal zu ändern, falls sich hier noch was ändert. Nekomamushi eigentlich eine sehr gute Unit gewesen, leider für Cerebral und Striker nutzbar und das sind somit die schlechtesten Klassen, die wir halt im PvP haben, deswegen nicht so gut in irgendwelchen Attack-Teams, aber in Dev-Teams definitiv usable und kein Trash, auch häufiger mal in irgendwelchen HP- oder Stall-Teams gesehen, deswegen passt er da glaube ich ganz gut rein. Der Sanji hier ist für mich so eine B-Tier-Unit, sage ich mal. Er ist okay für Strength-Teams, aber ist wahrscheinlich von den ganzen Pirate Jumbo Limited Rare Recruits hier, die Strength sind mittlerweile der schlechteste. Er ist aber auch kein kompletter Trash, weil er immer noch Dex debufft. Deswegen passt er, glaube ich, ganz gut in B rein. Dasselbe gilt für Stussy. Stussy kann auch noch ein Ersatz sein in Quick-Teams, wenn euch wirklich alles fehlt von den anderen Quick-Units, weil sie halt im Main-Lineup ganz gut ist. Aber auch sie ist halt outdated und wird eigentlich nicht mehr wirklich viel gespielt. Whitebeard, da ist mittlerweile die Frage, God-Tier ist er nicht mehr. In S würde ich ihn immer noch packen. Immer noch eine verdammt gute Unit, die man auf der Bench in fast jedem Team einfach spielen kann. Also grundsätzlich Units, die stark sind, wenn sie von der Bank kommen und die noch in jedem Team spielbar sind, sind für mich immer noch S-Tier-Units, auch wenn sie mittlerweile schon ein bisschen gepower-creeped wurden. Logisch, dieser Whitebeard ist mit die älteste PvP-Unit, deswegen ist das schon echt noch eine Auszeichnung, dann immer noch so hoch gerankt zu sein. Zumindest in meiner Liste. Dann haben wir hier Noland und Kaigara. Da ist die Sache, die sind halt komplett outdated, die machen nur Schaden an einer Unit. Das ist auch nicht situational, Dev-Team ist es auch nicht. Die sind aktuell echt zwischen Trash und B, sage ich mal. Ich würde die jetzt mal auch noch nicht als kompletten Trash, sondern eher so im B-Tier packen, aber auch komplett outdated und werden nicht mehr wirklich viel gespielt. Kronis, das ist so der prädestinierte Fall jetzt für so eine Situational Unit. Einfach eine Unit, die man spielen kann, wenn man gegen Psy bzw. gegen Slasher ein Team bauen will. Sieht man auch nicht standardmäßig in irgendwelchen Teams. Also geht man nicht davon aus, dass Situational schlechter ist als B-Tier. Es ist halt einfach von der Übersicht her so besser. Situational und Dev-Team stehen so ein bisschen außen vor und ich rede da dann extra drüber. Kaku, immer noch eine starke Unit als Ersatz im Strength-Team, wird auch manchmal noch im Main-Team-Lineups gespielt, debufft auch Dex, würde ich auch sagen, ist so auf demselben Niveau wie Josu ungefähr, passt glaube ich ganz gut in A-Tier rein. Der Frankie hier, die erste Unit, die absoluter Müll ist, macht einfach gar nichts Sinnvolles, ist auch keine Tanky-Unit, ist einfach für Dex-Teams kompletter Müll, wasted, keine Scrolls auf diesen Frankie, behaltet ihn einfach, falls man ihn doch irgendwann mal spielen sollte, aber eigentlich kann man die Unit, wenn man kein Sammler ist, auch direkt in die Tonne hauen, die ist halt wirklich absoluter Müll. Genau dazu können sich hier auch hier Leo, Vicker und so weiter gesellen, die auch absoluter Müll sind für Quick und einfach nicht playable sind. Ors, dasselbe, wurde am Anfang mal gespielt von Pipe Drummer, ganz am Anfang in irgendwelchen Crit-Teams, mittlerweile auch absolut unusable, weil dieses Attack-Stacking mit Crit einfach nicht mehr funktioniert. Der Lore hingegen ist eine sehr starke Unit, der immer noch in Strength-Teams gespielt wird, der immer noch in Slasher-Teams gespielt wird, sehr stark, würde ich auch sagen, auf dem Niveau von Whitebeard, auch ungefähr gleich gut, vielleicht ist Whitebeard noch ein bisschen besser. Sobermask hat mittlerweile auch ein ganz klein wenig an Schwäche verloren, da ist halt die Frage, ist das für mich immer noch God-Tier oder ist das schon S-Tier? Ich glaube, es wäre eigentlich fairer, dass Sobermask auch in S-Tier landet, aber halt vor Whitebeard. Mittlerweile immer noch eine starke Unit, die man überall auf der Bench spielen kann, also wie gesagt, geht man nicht davon aus, wenn ihr irgendwas in S
Lieblingstier ist, dass es dann schlecht ist, aber er wurde natürlich auch ein bisschen gepowercrapped über die Zeit. Der Cavendish überraschend eine relativ starke Ersatz-Unit für Dex-Teams, die man spielen kann, wenn einem die anderen Tanking-Units fehlen, definitiv auf dem Niveau von Kaku und Josen mittlerweile. Wurde am Anfang weniger gespielt, würde ich sagen, ist jetzt mittlerweile doch schon eher in den besseren Meta-Gefilden angekommen, sage ich mal. Rebecca und Toy Soldier, immer noch eine S-Tier-Unit, meiner Meinung nach, Staple-Unit für Psy und deswegen auch logischerweise in S-Tier. Für Shiryu gilt fast das Gleiche, würde ich sagen. Mittlerweile gibt es bessere Quick-Units, die man spielt anstelle von ihm, deswegen würde ich ihn erstmal nur in A-Tier packen. Smoker, da ist wieder die Sache, er ist immer noch komplett busted, wenn er von der Bank kommt mit seinem Special Bind. Auch für mich immer noch die erste Option von der Bank, wenn ich ein random Team baue und mir denke, ich brauche irgendeine Unit, die von der Bench viel Schaden macht. Für mich immer noch eine God-Tier-Unit, trotz allem. Cracker ist so auf demselben Niveau, würde ich sagen, wie Kaku ungefähr. Vielleicht ein bisschen stärker, auch als Alternative für Strength-Teams. Jetzt nicht komplett broken oder irgendwas, aber schon sehr stark. Gaban spielt man gar nicht im Psy tatsächlich, weil es halt bessere Units gibt. Das heißt aber nicht, dass er schlecht ist. Ihn würde ich auch irgendwo hier in A einsortieren. Dann haben wir hier noch Moria. Und bei Moria ist es für mich auch schwierig, ihn zwischen God-Tier und S-Tier einzusortieren. Das Ding ist halt, er ist ein absoluter Staple in Dex-Teams wegen seinem Death-Down mit Yamato zusammen. Er wird auch noch in vielen anderen Teams tatsächlich von der Bank gespielt, wenn man irgendwie Death-Down braucht. Das heißt, viele andere eigentlich auch nur Slasher, ne? Also bei Moria würde ich auch sagen, er passt auch ganz gut in A-Tier rein, würde ich sagen. Von der Stärke her. Dann haben wir hier als nächstes Arlong. Arlong auf dem Niveau der Strength-Units würde ich auch sagen, irgendwo da, wo Cracker und Kaku sind, als gute Alternativen für Strength-Team, wenn euch irgendwas fehlt, würde ich jetzt, glaube ich, irgendwo hier hinpacken, vielleicht vor Kaku. Ist jetzt auch nicht so wichtig, ob jetzt hier in den einzelnen Tiers irgendwas vor einer anderen Unit ist, sage ich mal. Smoothie, selbes Niveau wie Gaban, allerdings ein bisschen mehr benutzt, weil sie eben von der Bench kommen kann und viel Schaden macht, ist stärker als Gaban, meiner Meinung nach, und deswegen würde ich sie auch hier in A reinpacken. Ist jetzt auch keine S-Tier-Unit, wo ich sagen würde, dass sie komplett broken ist, aber auf jeden Fall eine nice Unit, wenn sie noch von der Bank kommt im Psy-Team. Für Streusen gilt dasselbe. Manchmal ist ja sogar eine Main-Team-Unit für manche Psy-Teams. Manchmal spielt man ihn gar nicht. Ist auch so ein bisschen abhängig vom Bild. Kann man, glaube ich, auch irgendwo bei Gaban dazu packen und dann macht man da nicht so wirklich was falsch. Sabo ist relativ stark zum Special-Chargen für gewisse Strength-Variationen oder auch diese Striker-Strength-Variation, mit der man Decks angreifen kann. Wird häufig gespielt. Ist aber jetzt auch keine Unit, die ihr in absolut jedem Team seht und von der Stärke her alleine natürlich auch nicht und kann sich eigentlich auch zu den anderen Strength-Units hier gesellen ins A-Tier. Dann haben wir Ohm. Ohm, wieder der Fall, einfach eine Situational Unit, die man auch im In spielt, um gegen Psy oder gegen Slasher zu gewinnen und ja, deswegen kommen sie da rein. Von den beiden Units her würde ich sagen, Ohm ist schon stärker als Konis, deutlich stärker, aber es sind am Ende des Tages trotzdem beide Situational Units. Die Groggy-Monsters sind eine sehr starke Unit von der Bench tatsächlich. Wahrscheinlich, wenn ich das so mit diesen Hardhittern hier vergleichen würde, aus der im A-Tier stärker. Deswegen würde ich die auch noch ins S-Tier packen, weil die echt super, super strong sind, wenn die von der Bench kommen. Also nicht zu unterschätzen. Dann kommen wir zu Units, die tatsächlich nicht nur, also jetzt erstmal zu der ersten Unit davon, die tatsächlich nicht nur im Dex ein absoluter Staple ist, sondern auch noch in anderen Teams von der Bank gespielt wird, weil sie einfach sehr stark ist. Und das ist Dalton. Dalton ist ein bisschen schwächer als Pell tatsächlich, zu dem kommen wir später noch. Deswegen würde ich Dalton tatsächlich auch einfach mal in S-Tier packen. Hier mit Moria und Rebecca Toy Soldier. Dann haben wir Sandersonia, die für mich auch eine S-Tier-Unit ist, einfach weil sie ultra viel Schaden macht, wenn sie von der Bank kommt. Und natürlich ein Staple ist im Strength-Team zusammen mit Boa. Also ihr müsst diese Sandersonia irgendwie in das Team mit Boa auf die Bank oder irgendwo hin reinpacken, damit ihr Boas Ability aktiviert. Dann kommen wir zu den nächsten Easy S-Tier-Kandidaten, was halt die Riesen sind, die immer noch Staple sind in allen möglichen In-Teams und die zusammen natürlich eine super Synergie haben. Also die würde ich auch in S-Tier reinpacken. Die sind jetzt nicht irgendwie komplett bustete Units, die würde ich ja auch irgendwie auf das Niveau von Whitebeard packen, aber definitiv immer noch sehr stark. Corazon kann man als Ersatz spielen in einem Quick-Team, ist aber definitiv nicht so nice wie viele andere Units, ist auch so auf dem Niveau von Stussy, würde ich sagen. Ist aber auch kein kompletter Trash. Dieser Frankie hier ist auch für ATK-Teams komplett unbrauchbar, aber für so Dev-Teams natürlich sehr strong, weil er
halt sehr viel Def hat und sehr viel aushält. Senior Pink hingegen ist meiner Meinung nach eine absolute Trash-Unit. Die würde ich wirklich nirgendwo spielen. Könnt ihr direkt vergessen. Pell. Und jetzt kommen wir zur Unit. Pell macht das, was Dalton macht, nur noch besser. Er macht auch wirklich in Slasher-Teams von der Bank viel Schaden. Er macht in Dex-Teams viel Schaden. Er kann in Main-Dex-Teams gespielt werden. Er kann in allen möglichen Teams von der Bank gespielt werden. Pell ist definitiv eine God-Tier-Unit und auch definitiv besser als Smoker. Dieser Usopp ist so ein bisschen so eine Troll-Unit, keine Ahnung, der kam halt raus, als 10 andere Usopps rauskamen. Man kann logischerweise nur einen pro Team spielen. Er ist aber auch kein kompletter Müll, deswegen wäre es jetzt unfair, ihn in Trash zu packen. Ich würde sagen, dass dieser Usopp auch eine Dev-Team-Unit ist. Also man kann mit ihm definitiv noch ein Dev-Team zusammenzimmern. Dann haben wir jetzt Fujitora. Fujitora, auch eine ultra starke Unit für das neue Quick-Driven-Team, wird auch gespielt in Teams, also übergreifend in allen möglichen Driven-Teams, einfach weil er so gute Buffs gibt und ist definitiv auch eine God-Tier-Unit aktuellen Format. Dieser Kizaru, eigentlich hauptsächlich genutzt im Shooter-Team, aber auch so ein sehr starker Bench-Nuker, den man nicht unterschätzen sollte, würde ich deswegen auch ins S-Tier packen, irgendwo bei den Groggy-Monsters hinten hin. Dann haben wir hier Don Xinzhao. Fighter ist jetzt nicht das beste ATK-Team, es ist aber okay, es ist halt nicht komplett broken. Im Dev-Team ist er natürlich sehr nützlich. Ich würde sagen, bevor ich ihn jetzt hier irgendwie in A oder B da reinpacke, packe ich ihn auch bei Dev-Team rein, weil man sieht Fighter aktuell halt hauptsächlich immer noch als Dev-Teams und da ist er halt sehr häufig drin und auch sehr stark. Dann haben wir hier Kanjuro. Kanjuro, die nächste Unit, die genauso wie der Fuji in so Striker- bzw. Driven-Teams gespielt werden kann. Er ist nicht so staple-mäßig über alles benutzbar wie der Fujitora, aber auch dieser Kanjuro ist sehr stark und definitiv eine S-Tier-Unit im aktuellen Format und von der Stärke her wahrscheinlich irgendwo auch hier vorne anzusiedeln. Dann kommen wir jetzt zur aktuell wahrscheinlich stärksten PvP-Unit, die es gibt, und das ist King. Der Grund dafür ist einfach, ihr könnt diesen King in absolut jedes Team reinschmeißen und er macht einfach Damage durch die Def durch. Und alles, was durch die Def durch Damage macht, ist im PvP komplett broken, weil jeder seine Teams logischerweise auf Def und HP baut. Fantastische Unit, die ich leider auch noch nicht gepullt habe. Definitiv eine meiner Lieblings-PvP-Units und eigentlich in jedem Team von der Bank Staple und in Fighter- und Strength-Teams sogar im Main-Team super, super broken. Dann kommen wir jetzt von super, super broken wieder zu ein bisschen enttäuschend. Krokus ist halt eine Unit, die sehr gut wäre, genauso wie der Cat Viper hier, wenn Cerebral einfach eine gute Klasse in PvP wäre, was sie aber leider nicht ist. Und deswegen ist der für mich aktuell auch nur eine Dev-Team-Unit. Er ist auch nicht Trash. Dasselbe gilt für die Unit hier, für Fighter, aber auch nur im Dev-Team, aber auch nicht Trash. Ich habe sogar den Namen vergessen hier. No Noodle und Samusu oder so, keine Ahnung. Als die rauskam, hatte ich keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Es ist bestimmt nicht No Noodle und Samusu, aber egal, scheiß drauf. Okay, und jetzt kommen wir zu den letzten beiden PvP-Units, die rauskamen. Hier sind natürlich keine Legends drin, es geht ja nur um die Pirate Rumble Rare Recruits. Und das sind noch Blue Jam und Port Chemi. Blue Jam, absolut, absolut bastete Unit im Quick- und in Driven-Teams. Für ihn gilt dasselbe wie für Fujitora und deswegen landet er auch da oben im God-Tier. Port Chemi ist dann schon ein bisschen schwächer. Er ist auch sehr stark tatsächlich, aber ich würde sagen, dass Port Chemi so die Spur schwächer ist als Blue Jam. Er gibt auch Buffs, aber er macht halt am Ende Fix-Damage und hat nicht diesen ganzen Stat-Down und Special Bind oder was auch immer alles Blue Jam macht. Blue Jam hat eine ewig lange Liste von Effekten. Ja, Port Chemi trotzdem sehr stark und würde ich sagen, auch auf dem Niveau hier in S-Tier dann von Kanjuro. So, und das soll es mit der Tierlist gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet mit der Tierlist ein bisschen was anfangen. War jetzt auch nicht ein ultra langes Video. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag, morgen, Mittag oder Abend, wann immer ihr das Video schaut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Yo, Samurai! Come, Samurai!